für den Film Undercover-Aktion, da habe ich Drehbuch geschrieben, für die Leute gekocht, sie und herkutschiert, Sperrmüllplatten rausgesucht. Da sieht man hier in dem Video, wie ich sie trage und in mein Auto hiefe und dann mit meinem starken Arm zusammenschraube, denn wir wollten schöne Häuser bauen. Manchmal haben die Leute einfach Käse gefilmt und dann muss ich denen mal zeigen, wo es wieder so richtig lang geht. Das Filmplakat habe ich übrigens auch gemacht. Das ist übrigens gut, ne? Your work is just as good as you. Und dann hatte ich diese beiden Fische gefangen und dachte mir, hey, mach doch mal ein Rezept daraus, ja? Und das habe ich dann einfach so gemacht, aus dem Hut gezaubert quasi. Und alle haben gesagt, ey, das ist echt richtig delicious. Und ich habe gesagt, ich weiß, das ist von mir. Ja, komm schon. Du bist ein bisschen dicker geworden. What? Ja. Dann habe ich mir einfach ein großes Hemd angezogen, also so eine Übergröße. Und niemand hat mehr gemerkt, dass ich wirklich dicker geworden bin. Das Team wollte dann diese Skizze für den Film verwenden. Und ich habe gesagt, ey, wartet doch mal, ja, das ist irgendwie nicht ganz so gut. Und lass mich mal gucken. Und das Bild habe ich dann gefunden. Auf meinem Laptop, da habe ich durch meine alten Ordner gescrollt und dachte dann irgendwann, ey, das ist viel runder und macht die Atmosphäre klar, ja. Und dann habe ich das genommen und habe es den Leuten gezeigt und sie meinten einfach, es ist wirklich viel runder.